Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, ich bin heute alleine, denn ich befinde mich jetzt in der Phase zum Vorproduzieren, denn Mulle und ich fahren jetzt am Montag, den 20.04. ist das, also ich nehme es heute am 18.04. auf, fahren wir auf Klassenfahrt nach Barcelona, eine Woche lang, und da will ich euch natürlich nicht, sag mal schnell, hier ohne Folgen da lassen und so weiter, und deswegen habe ich gesagt, komm, Mulle ist noch am Schlafen, ich will es vorankommen, will es fertig werden, ich nehme es alleine auf. So, kann sein, dass ich besser noch dazu stößt. Oder auch nicht, weiß ich noch nicht genau. So, folgendes Update hierzu, zu Witchery. Hier ist jetzt immer noch dieser, dieses Gebräu von vorher drin. Aber wenn ich das Ei jetzt hier reinschmeiße, passiert nichts. So, jetzt ist mir aufgefallen, ich kann das hier rausnehmen. Was ist, wenn ich jetzt hier rein tue und dann wieder reinkippe? Passiert immer noch nichts. Rechtsklick passiert nichts, Linksklick auch nicht. Was ist mit Shift-Rechtsklick hier? Habe ich ja sehr schön gemacht. Na gut, machen wir das mal anders. So, was ich jetzt erstmal mache, ich lege mich jetzt erstmal hier knacken. Und zwar, wow, da hat's geruckelt. Uiuiui, hier sind einige Eier angekommen. Das hat echt geklappt. Bin ich überrascht. Positiv aber. So, ich lege mich jetzt hier erstmal schlafen. Und da wir einiges an Setzdingen brauchen. Ist ja Monster. Na, kann ich hier. Danke. So. Da wir einiges an Setzlingen brauchen und wir nicht andauernd nachfarmen werden, habe ich gedacht, so, wir bauen jetzt heute mal eine Baumfarm. So, aber keine 0 auf 15. Was? Ich krieg Fallschaden? Okay. So, jetzt habe ich schon zum x-ten Mal vergessen, wo ich dran war. Ich nehme mal hier so ein bisschen Macewafer mit. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich dran fahre. Ich schaff's heute echt wieder. Wir wollen keine 0 auf 15 machen. Keine 0 auf 15 Baumfarm. Sondern wir machen eine Baufarm mal über. Hier, wie heißt der Mod? Steve Cards. Deswegen gehen wir nochmal direkt auf den Mod. Jetzt dürft ihr heute wieder lachen. Das fängt mal was Neues an. So, Steve Cards. Okay, jetzt muss ich überlegen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier so ein Wood Cutting Core, wenn ich das im Kopf habe. Dafür brauchen wir so ein Advanced PCB und dafür so ein Simple PCB. Wisst ihr was, wir machen das jetzt anders. Ich hoffe, das geht jetzt klar für Trivolo. Und zwar bin ich auch noch auf dem Server von Trivolo was am Zocken. Da gehe ich jetzt mal gerade kurz drauf und schau mal an, wie der das da aufgebaut hat. Ach, ich bin hier in dem Server. Ne, also hier ist der Server von Trivolo. Ich will jetzt sagen, gerade nicht so viel zeigen. Ich weiß nicht wieso. So, wie viel hat das hier? Wir brauchen so einen Cargo Manager. Einfach normale Schienen. Und dann hier. Jut, jut, jut. Okay, alles klar. Alles kein Problem. Gehen wir zurück auf unseren Server. Ich will hoffen, dass das jetzt für Trivolo klar geht, dass ich mal ganz kurz da drauf war. So, also. Ja, geht doch. Ein Cargo Manager. Was? Ach, so schwierig ist es gar nicht. Erstmal aber wieder erschrecken. Okay, wir brauchen das. Das ist dann, glaube ich, so angeordnet für dieses Chest Pain, okay. Dann brauchen wir Iron Pains. Ach, das ist ja jetzt schon alles hier drüben. Das könnte ja jetzt auch hier. Du warst offline? Was? Hä? Wieso
Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Das muss ich jetzt alles... Was ist das denn jetzt hier für ein... Rotz? Ja. Insert. 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 Ach, jetzt habe ich... Ja, dann machen wir das einfach mal gerade so. Ist alles ist hier wieder... Ja. Das haben wir jetzt auch schon rausgefunden. Ich glaube, das war einfach nochmal disconnecten und wieder neu drauf joinen. Irgendwie ist das echt noch ein bisschen buggy mit den Ender-IO-Conduits, dass sie manchmal nicht abbaubar sind. Das sollte jetzt... Ah, oder auch nicht. Ich aber alles kein Problem. So. Dann machen wir hier mal gerade weg. So. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgedacht. Oh, ich bin so ein Profi, ne? So, jetzt arbeiten die auch wieder. Dann machen wir jetzt noch hier die Energiekabel wieder dran. Und dann machen wir das einmal so. Extract without signal. Nochmal den gerade. Ja. Ich hab das heute echt drauf. Das merkt ihr schon. Kann sich nur noch ein paar Fail-Runden handeln. So. Also ich glaube, heute wird diese Aufnahme ein bisschen chaotischer. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz dabei. Okay, der inserted hier und der extracted without a signal. So. Dann kommt der noch dahin, dann sollte der Strom auch wieder abgegeben werden. Sehr schön. Ah, jetzt funktioniert das auch wieder. Okay, wo machen wir jetzt dran? Wir brauchen noch jetzt hier ein bisschen Iron, diese Iron Paints. Okay, und davon geben 4 Stück so eine Large Iron Plate. Large Iron Paint, okay. Und ach du, ich glaube, das wird ein bisschen aufwendiger, als ich das dachte. Also davon brauchen wir auf jeden Fall einige. Das ist jetzt so für 1. Okay. Was ist das? Alter Finne. Irgendwas sagt mir, ich hätte mich vielleicht vorher mal reinlesen sollen. Aber wir machen das jetzt einfach weiter und verkacken vielleicht noch ein bisschen. Wenn die Tracks eigentlich noch mal gemacht, natürlich nicht. Da machen wir jetzt einfach wirklich so eine kleine Holzfarmgedönse auf. Das kriegen wir jetzt schon hin. Das ist kein Problem. Alles easy. Okay, also. Wir machen jetzt erstmal hier den Cargo Manager fertig. Holen uns dafür noch ein bisschen Holz. Machen wir auf 24, dann haben wir hier wieder 40. So. Da und da, Holz so. So, jetzt haben wir schon mal 3 Stacks davon. So. Tun die auch dazu.
Hoffen wir mal, machen wir mal 32, hoffen wir mal, dass das reicht. Wir brauchen jetzt noch zwei von diesen Huge Iron Plate. Pain. Ich will die ja nochmal Plates nennen, weil es für mich die Platten sind. So, davon brauchen wir noch eins. Jetzt brauchen wir noch diese Large Dynamic Pain. Das sind vier Stück mit Redstone. So. Die werden jetzt so angeordnet und in der Mitte noch ein Redstone. Haben wir. Gut, und jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Sehr schön. Cargo Manager, den haben wir. Okay. Junge, Junge, das wird lustig. Ich bin gerade mal schauen, wo wir das... Habe ich zufälligerweise was Erde dabei? Nein. Gehe ich mir gerade ein bisschen Erde holen. Ja, komm, das wird reichen. Jetzt einfach nur gerade hier ein bisschen zu ebnen. Dann bauen wir hier da diese, sammeln wir schnell auf, die Holzfarm. Ah, wir sind noch mal bei 11 Minuten. Also alles auf einmal fertig kriegen werden wir eindeutig nicht, das sind mehrere Schritte. Ihr könnt euch jetzt auch schon mal freuen, wenn ich weg bin. Klingt irgendwie komisch, finde ich. Ihr könnt euch freuen, wenn mein Praktikum anfängt. Ich habe schon mal, bin dabei schon mehrere Let's Plays vorzubereiten. Dry Dirt. Grass won't grow, Leute. Okay, gut zu wissen. Achso, dry, trockene Erde. Erde, hallo. Kann man die irgendwie wieder... Ah. Mach mal hier noch ein bisschen was. So. Nochmal hier den Maze-Wafer füttern. Ah, zwei Stück gibt es wieder. Das ist nicht schlecht. Okay. Wir brauchen Schienen. Und dafür brauchen wir noch zwei Maschinen. Ja, die können wir hierhin verfrachten. Und zwar brauchen wir für die Schienen. Zeige ich mal gerade. Ja, T4 Rack. Hm, habe ich wieder rauf. Also für die Tracks an sich brauchen wir hier dieses Standard Rail und das Wooden Railbed. Wooden Railbed sind Wooden Ties, die aus Creosote gemacht wird. Was Creosote ist, übersetzt ist es Teeröl. So, und wenn wir mal schauen, wenn wir an dieses Creosote rankommen. Ja, Flöte schon zu Hause einfüllen lassen, Bottler, Freezer. Und hier ist es Coke Oven. Coke Oven produziert, wenn wir da Kohle reintun, produziert er Cold Coke und Creosote Oil. Und das brauchen wir halt, um... sammeln schnell. Ja, ich hab's heute echt wieder mit ihm sprechen. Gott, hallo. Jemand da? Gehören. Ah, paar Stecker im Hinterkopf klappt noch immer. Dieses Creosote Oil brauchen wir dann halt ganz einfach, um dieses Wooden Railbed herzustellen, womit wir die Schienen herstellen. So, gehen wir mal zurück zu den Tracks. Nächstes Problem ist das Standard Rail. Werden gemacht aus 8 Stück kriegst du ein, juhu. Oder in der Voting Machine kriegst du 8 über Eisen oder 16 über Stahl. Oder wie fand. Wie viel Eisen gibt es noch? Ah, das wird jetzt ein Blast Furnace gemacht. Ist ja lustig. Oder ein Induction Smelter, aber es ist mir zu leicht. Ich würde ganz ehrlich sagen, dann machen wir das über Stahl und Stahl wird zum Blast Furnace gemacht. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir einen Coke Oven. Ja, die Mandrake nehmen wir raus. Und dafür brauchen wir so einen Coke Oven Brick und zwar 3x3x3. Wer es nicht rechnen kann, 3x3 ist 9, mal 3 ist 27. Hoffe ich zumindest. Müsste sein, ja. 3x9, 27, ja. Yes, ich habe Mathe drauf.
oder so ähnlich. So, wie wird jetzt hier Sandy Brick hergestellt? Das sind das. Ah, Sand und Bricks. Haben wir noch Bricks da? Ja, komm. Hier sind noch mehr als genug. Jetzt haben wir keinen Sand mehr, oder was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hm, das haben wir. Gut, hier kommt der Strom wieder rein. Dann machen wir das mal gerade ganz einfach. Nehmen wir Trick 75. Wow, ich hab so einige Tricks drauf. Kommt schon langsam vor. Hä, was hat er? Ach ja, das war der Dead Rock. Jetzt bin ich schon wieder komplett verplant hier. Nein. Machen wir hier das auf und pulverisieren einen bisschen den Kobbel. Da können wir eigentlich mal ein bisschen upgraden mit den Capacitern. Währenddessen kann ich euch schon mal zeigen, was der Blast Furnace kostet. Der ist auch so ein Multiblock, aber 3x4x3. Und der ist ja schon ein bisschen teurer, der braucht Soul Sand, Nether Bricks und Magma Cream. So, Magma Cream. Wir haben da so ein paar Blaze Wards, das ist kein Problem. Kann man das eigentlich auch wieder zurückverwandeln? Das interessiert Mana Lens, okay. Sieht nicht so aus, nein, schade. Und Slime Balls haben wir auch noch einige. Hier ist noch ein Kyocertus Quartz Crystal. Den können wir mal dazu stopfen. Hier ist der Sand. Gut, hat sich erledigt. Lassen wir das einfach durchlaufen, Ende. So, Bricks. So, hier in diesem Sandy Block, da geht man gerade zurück auf den Coke Oven. Das ist halt gemacht aus Sand und zwei Sandy Bricks. Die Variante würde ich gerade machen. Das heißt, wir brauchen 2x27, das sind 54. So, und also 2. Machen wir das so. Hey, das hat ja sogar geklappt. Ich meine, natürlich hat das geklappt. Ich bin ja auch ein Profi. Zwinker. Jetzt aber mal ein Momentchen, ne? Ja, ja, ist ja jetzt schön und gut, aber wie kommst du denn an den Sandy Brick? Achso, einfach über den Chisel geht das. Ja dann, ey, hallo, kommst du mit? Danke. Dann machen wir das über den Chisel. Der Chisel war einfach nur ein Stick und... Jo, Stick und Iron, nein. Hier wollte ich hin. Okay, einen Iron und Sticky und wir haben den Chisel, mal Dizzle. Das hat sich auch umgeändert, das Design. Sandy Brick, die wollen wir. So, jetzt sollte das aber klappen. So, Coke Oven Brick 27. Das platzieren wir jetzt einfach mal hier hin. Doof, 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 doof. Ah, ja, stimmt. Einer bleibt natürlich über, weil die Mitte frei sein muss. So, Coke Oven ist fertig. Wenn wir es mal anschauen, Interface, wie der betrieben wird, lässt sich ganz einfach sagen, wir nehmen die Kohle. Alter, ist das jetzt gerade am ruckeln. Also auf jeden Fall, wir nehmen die Kohle und schieben sie da rein und warten. So,
Währenddessen sind wir jetzt mittlerweile schon bei 20 Minuten angekommen. Ich würde sagen, das reicht wieder für eine Folge. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.